Hallo Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge von Pokémon Soul Silver Edition Wedlock Challenge. Wir haben etwas trainiert, ich zeig mal hier kurz unsere Pokes. Wuffinator auf 12, Itiman auf 10, Runic auf 8, KOH auf 7 und Sky auf 5. Also so krass ist das jetzt noch nicht von den Leveln her. Aber ich denke mal, vorm ersten Orden passt schon. Und vielleicht schaffen wir den ja heute auch schon. Man weiß es ja nicht, ne? Also ich gehe mal rein. Also wenn wir ihn nicht schaffen, dann haben wir verkackt. In der dritten Folge. Aber ich gehe jetzt mal rein und mache schon mal die Anfangstrainer. Weil ich mir so denke, das geht schon. Lol, warte. Wieso steht denn der Typ jetzt da? Sagt er uns, dass es noch nicht geht. Warte, okay, wir haben 5 Tränke, das ist gut. Pokébälle sind egal. Wir klauen uns die Pokémon des Trainers. So, was sagt der uns hier? Guten Tag. Hey, du zukünftiger Champ. Bist du hier, um Falk, den Arena-Leiter, zum Kampf herauszufordern? Dann bist du hier genau richtig. Naja, oder zumindest bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Wir haben hier eine Trainingsstätte in dieser Stadt, den Knofenserturm. Wenn ein Pokémon-Team dort kein Land sieht, ist das ein gutes Zeichen, dass du noch nicht reif für die Arena bist. Hahaha. Leute, der sagt mir jetzt ernsthaft, ich muss zu dem Knofenserturm, bevor ich da antrete. Ist ja immer scheiße, dass wir ein Wasser-Pokémon haben. So ein Dreck. Jo, Wuffinator, denn musst du mir jetzt mal kurz verzeihen, dann muss ich dich jetzt mal kurz gegen Itimon austauschen, denn ich hoffe, dass er während des Trainings schon eine Flugattacke erlernt hat. Windstoß, genau, wollte ich doch hoffen. Denn nur dann kann der Knofenserturm auch was werden. So, Route 36, sind wir auf dem richtigen Weg? Ich weiß es nicht. Lando, wo ist der Knofenserturm? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Stadt heißt, du. Ich habe auch keinen Plan. Was ist das? Ach nein, geil, stimmt, das ist ein Mogelbaum. Und ich dachte so, hörzer Schneiderbaum? Halt, stopp, es ist ein Mogelbaum. Hi, Kumpel. Aber wenn du bei dem Mogelbaum bist, dann musst du, glaube ich, wieder die Straße hoch. Ja, egal, auf jeden Fall sagt er mir gerade, hi, Kumpel, kennst du das, wenn du die Straße lang willst? Aber sein fetter Stein macht dir einen Strich durch die Rechnung? Na klar, kennst du das? Natürlich. Er gibt mir jetzt eiskalt erstmal VM6, Alter, Zertrümmerer. Ist ja mal sowas von lucky, dass ich den Typen gerade anspreche. Ich dachte mir schon so, nö, kein Bock. Was sagt sie hier so? Nur wegen dieses merkwürdigen Baumes kann ich hier nicht durch, ja. Nur blöd, dass das nicht vom Typ Gesteine. Jetzt habe ich verraten, nicht vom Typ Blatt, sondern vom Typ Gesteine ist. So, bam, Pflanze, genau, nicht Blatt. Deswegen macht ihr auch ein fetter Stein den Weg schwer. Genau. Warte, können wir hier rein? Das wäre mal übel. Nice, wenn wir hier ein Pokémon fangen können, weil wir sind ja jetzt eigentlich auf einer neuen Route, ne? Alpha-Ruin. Was sagt sie mir? Willkommen in der Ruinenwerkstatt. Da gibt's auch Inkognitos und so noch. Genau, dann kann ich mit Inkognito fangen. Ja! Wir restaurieren hier gerade Steintafeln, die in den Ruinen ausgegraben wurden. Oh, geil! Ja, natürlich, ey. Auf Puzzle habe ich jetzt mal sowas von Bock. Die Puzzle sind mal sowas von geil. Und locker easy einfach, ey. Warte, genau. Da. Nee, andersrum. Zu blöd. Muss ich die nicht hauen? Das muss ich doch drehen irgendwie, oder? Hä? Soll man das drehen können? Hallo? Also es sieht so zur Hälfte richtig aus, weil das ist nicht richtig gedreht. Hallo? Was? Nee. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ding hier drehen soll. Das war gegen 2MG, ist gerade richtig in Tanze. Es lebt auf dem Meeresgrund, ja, das ist mir eigentlich relativ egal gerade. Egal, Ende. Ja. Nichts passiert. Ja, natürlich ist es noch nicht fertig. Weil dieses Teil falsch rum ist, man. Wie zur Hölle soll man das da bitte umdrehen? Hallo? Mit Swag! Ach, geht doch hier. Digga, 15 zu 15. Das Teil ist auch nicht richtig rum.
Oh nein, ist der Typ. Kann es sein, dass die Teile alle falsch sind? Genau, warte, ich mach das dann erstmal so, wie es eigentlich sein müsste. So, das gehört dahin, das gehört dahin, das gehört dahin und das gehört dahin. So, Ende. Ja. Ach man, ich hab keinen Plan. Wie dreht man hier die Steine? Wissen Sie, wie man die Steine dreht? Hallo. Ja, ja. Berührt man sie, ohne loszulassen, kann man sie frei umherbewegen. Ja, ach nee. In der Tat. Die Bruchstücke lassen sich drehen. Oh, okay. Okay, man soll sie nur kurz antippen. Ja, klar, hier, danke. Ich tippe das Ding kurz an, aber es passiert nichts. You mad, bro? Jetzt, geht doch. Warte, wie rum war das Ding nochmal? So rum. Einmal noch. Ich weiß, ich hab's einmal komplett rumgedreht, aber irgendwie. Ach, danke, geht doch. Mit der Maus ist irgendwie krass schwierig. Danke. Danke. Mann, geht doch. So, danke. Nee, irgendwie sieht das immer noch falsch aus. Oh, schick gespielt von ihm. Ja, komm hier. Gib mir das Ding. Das ist doch so richtig. Bei dem 2 gegen 2 und die Ine, so Scott gegen Dämmer, bei diese 15 Lebenspunkte. Wer gewinnt? Der Dämmer, ey. Nice. Eiskalt. Wenn du hier von oben heruntergefallen bist, bedeutet das ja. Nie im Leben, du hast tatsächlich das Puzzle der Steintafeln gelöst. Ja, indem ich meine Maus geraped habe. Das ist ja wunderbar. Du scheinst ja ein Händchen für die Archäologie zu haben. Naja, ich habe ein Händchen für Mäuse zerstören, aber... wenn du es meinst... Ey, geil, er hat mir Inkognito-Heft geschenkt. Oh, kommt das jetzt auch in mein krasses Menüfenster hier so rein? Ach nö, Basis-Items. Das ist ja langweilig. Ich kann eh nur ein Inkognito fangen. Oh, da kommt es schon. Es ist ein A. Naja, mein etwas, ne? Achso, gleich das erste. Ja. Naja, halt so. Warte, Tackle macht doch bestimmt locker was, ne? Oh, ich dachte schon, jetzt geht jetzt drauf. Ah! Kraftreserve zieht uns auch schon die Hälfte ab. Ein Pokéball reicht doch locker für eine Hälfte. 1, 2, 3. Ja! Huh! Hey, Kinder! Wir haben... Wir haben einen Fehler gemacht. Ja, du kommst erstmal gleich auf die Bank, ne? Möchtest du dem Inkognito einen Spitznamen geben? Ja, Fehler. Es heißt jetzt Fett Fehler. Nicht Feger. Fehler. Denn ich habe ja vergessen, dass es keine, ich habe ja vergessen, das ist ja keine Nuzlocke, sondern eine Wetlocke. Und geschlechtslose Pokémon dürfen nicht gefangen werden. Hey! Tja, ich würde mal sagen, du hast verkackt jetzt. Nö, verloren habe ich ja nicht. Ich habe, beim Regelbruch dann... Ich weiß nicht. Leute, ich würde mal sagen, ihr dürft euch irgendwas Lustiges aussuchen, was ich machen muss. Ob ich jetzt keine Folge mit Facecam aufnehmen oder so, ich weiß auch nicht. Immer wenn ich eine Regel breche, ne, dann müsst ihr mir auch reinschreiben, welche. Ich habe jetzt selber schon erklärt, welche das ist. Ich habe mir ein geschlechtloses Pokémon gefangen, was ich eigentlich nicht hätte tun dürfen. Jetzt gehen diese ganzen Pokémon auch auf den Sack. Nein, danke. Schäm dich. Ja, ich weiß. Es tut mir sehr leid. Hey, ein D. Ach, aber auch geschlechtslos. Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, hey, wir haben unser Zubat verheiratet. Aber, nee, dann irgendwie doch nicht. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass uns Itimon nicht drauf geht. Ja, nehme ich noch 5. Einsetzen. Und aufhallen. Oh yeah. Da freut sich Itimon. Dicke, wie sollen wir Jump hier gehen? Ach, bitte. Ach, eine Treppe. Nein! Oh. Da begegnet uns nochmal dieses hässliche A. Ja, danke, Eiffelturm. Na, wir wollen jetzt die Treppe nach oben nehmen und hier nie wieder herkommen. Weil wir haben was falsch gemacht. Nein! Wir gehen uns jetzt ertränken hier drin im See. Challenge verloren. Chan, chan, chan. Du bist ertrunken. Alpha Ruins Forschungszentrum.
War nicht hier auch noch irgendwie so Professor Eich drin oder so? Nee, dann gerade wohl nicht. Hey, das Pokémon, was du gefangen hast, wird ja ein Inkognito sein. Du hast recht. Hey, du hast ein Inkognito gefangen. Nice, die freuen sich ja, dass ich ein Inkognito gefangen habe. Ja, super. Nur blöd, dass ich mich nicht darüber freuen kann, weil mir das überhaupt nichts bringt. Warte, wo geht's eigentlich hier hin? Alpha-Ruinen, nee, warte. Das, ja, ich weiß, dass das die Alpha-Ruinen sind. Geht's hier zum Knofenser-Turm? Das wäre irgendwie sehr toll. Noch weiter nach oben müssen. Route 32. Ist jetzt die Frage. Warte, hier sind wir jetzt in Viola City. Hier ist jetzt wieder die. Da, wo wir eigentlich schon mal waren. Das heißt, diese Route 32, da dürfen wir uns dann ein neues Pokémon fangen. Aha! Okay, jetzt schmeißen wir. Wir dürfen ja eigentlich auch kein Pokémon ablegen, aber dadurch, dass es ein geschlechtsloses Pokémon ist. Lass es frei. Ich leg's einfach in die Box ab. Okay. Weil ich mir denke, das ist einfacher. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt auch gleich das freizulassen. Ja, jemandes PC ablegen. Deswegen tut mir leid, du bist ein Fehler. Fehler. Der heißt ja auch Fehler. Tschüssi. Ausloggen. Tschüss. Nein, was? Nein. Ich bin noch nicht. Das steht nur in meiner Box jetzt so. Das hat mir so hingeschrieben, weil sie dachten, tschüssi. Von wo sind wir eigentlich gekommen? Von unten. Ja. Ich weiß, aber irgendwie gibt's hier keine unten mehr. Oder doch? Ah, hier ist unten. Süden. Aus Süden. So, Route 32. Oh yeah, dann lass mal hoffen, dass es kein Taubsi ist. Kein Taubsi, bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich kann nicht hinsehen. Das ist... okay. Wir haben Glück gehabt, es ist ein Rettan, aber wir dürfen es nicht fangen, weil es männlich ist. Und unser Zubat ist auch männlich. Das heißt, wir dürfen... Der Homo-Ehe ist verboten, oder was? Genau. Leider ja. Das ist eine Wedlock, ne? Und ich würde mal sagen, da musst du nach Kanada gehen, da ist das erlaubt. Okay, genau. Auch von Japan nach Kanada. Nee, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt gleich einem weiblichen Pokémon begegnen, weil das ist ja bei der Wedlock so, da darf man so lange suchen, bis einem ein weibliches begegnet. Und hey, ein weibliches Rettan. Da hätten wir uns ja fast retten können. So, Beutel. Pokéball. 1, 2, 3 und bam! Ein Rettan! Nach wem benennen wir dieses Rettan? Es wird... Ja, natürlich gebe ich ihm einen Spitznamen. Wer wird denn hier gerettet? Frank, wer ist Frank? Okay, weil du hast nach einem Namen gefragt. Du hast jetzt den Vorschlag gemacht, ich nenne es jetzt Frank. So, jetzt, das hast du davon. Frank das Rettern. Frank das Rettern. Warte mal, ist das nicht ein Weib? Frank die Retter. Es ist ein weibliches Pokémon. Mit dem Namen Frank. Warte. Nee, okay, dann wird's Franziska. Okay. Die Franzi. Franzi, okay. Franzi, die olle Schlange hier. Stimmt. Wir haben eine weibliche Schlange gefangen. Jo, Franzi ist unser neues Teammitglied hier. Oh yeah. Die Franzi überall. Genau. Nice. Gut, dann, ich weiß nicht. Geht's jetzt nach Norden, nach Süden? Egal, wir kämpfen jetzt erstmal. Wir machen den ersten Kampf hier. Halt, warum wir eile? Was? Ich dachte so, hey, er will gegen uns kämpfen. Nein, halt, warum die Eile? Du darfst hier noch nicht lang. The fuck? Willst du mich rollen? Nein. Okay, gut, dann gehe ich weg. So, warte, du meintest nach Norden, ne? Da bin ich durchgegangen, da war ich bei den Eischatten. Irgendwo im Norden. Ah! Ja, hier, einmal übers Meer, ne? Oh, bitte sag mir, dass der Knofenser-Turm auch so eine Art neue Route ist. Ja, stimmt, er heißt direkt Knofenser-Turm. Neues Pokémon, wir kommen! Hell yeah, was sagt sie uns? Hallo. Die Trägersäule des Turms soll einst aus einem über 30 Meter hohen Knofenser entstanden sein. Godzilla. What the fuck? Das Mega, Mega-Knofenser. Das neue Mega-Pokémon. Lol, oh geil! Dieses,
Dieser Säule in der Mitte bewegt sich auch Ja. noch. Ey, Lando, wenn ich es bis nach ganz oben schaffe, Dann? dann kriege ich Ein ein Flugzeug. gratis TM. Und ein Ich würde mir Flugzeug. noch ein Flugzeug holen. Genau, ein Flugzeug kriege ich von oben auch noch. Hey, der erste Trainer! Das läuft ja mal hier sick. Es läuft ja mal sick. Es läuft ja mal scheiße. Und er hat Knofenser Level 3. Ich glaube, er sollte ein bisschen trainieren. Das war nicht okay. Weil Topsy denkt sich, One-Hit. Weiterkämpfen, ey. Topsy ist auch ein Pflanzenfresser, oder was ist? Rassist, wieso Rassist? Ich glaube, ne, obwohl ich darf ja nicht austauschen. Ich darf ja jetzt nur Zwischenkämpfen austauschen. Und deswegen denke ich mir jetzt dann so, so machen wir das locker easy und wir können jetzt auch, eigentlich, wir dürfen ja jetzt austauschen, weil es außerhalb des Kampfes ist. Deswegen können wir jetzt auch einfach sagen, nehmen wir Runic für den nächsten Kampf. Der sollte nämlich auch bald, Dings erhalten. Windhose, nee, warte, was war das? Windstoß? Sollte der auch bald erlernt haben. Eine Hose voller Wind? Genau. Man sollte bald tote Hosen haben, Windhosen. Und dann, wenn er die hat, dann muss er mit denen zu den Ärzten. Swaggige Bandwitze hier. Ah, Taubsi schafft das auch hier. Runic schafft das auch mit Tackle. Der ist so krass drauf. Rankenhieb macht den hier gar nichts, ey. Nur ein KP Schaden. Ich heb dich gleich mal mit meiner Ranke. Oh. Nee, I. Weiterkämpfen, Mann. Oh, stimmt, wir haben gerade mit Runic, fällt mir gerade so auf, Windstoß erlernt, indem wir das 9. Level erreicht haben. Das geht ja mal locker easy. Und bevor wir weiter... Ja, oh, ich wollte sagen, bevor wir weiterkämpfen, tauschen wir aus. Nö, ich habe auf Weiterkämpfen geklickt. Zu blöd. Schade, schade. Ja. Aber somit ist, Fehler, somit ist Runic auch schon fast Level 10. Also, ich würde sagen, das geht richtig einfach, hier seine Pokémon zu trainieren. Das Blöde wird nur, dass ich weiß, noch aus Erfahrung, dass hier gleich der... es kommt doch auf dem Turm, kommt uns doch noch unser Rivale entgegen, ne? Jo. Ja, deswegen. Und das wird ein bisschen kacke. Okay, aber mit unserer Taubsi-Armee schaffen wir das schon. Zur Not ein Rettern haben wir noch. Der Retter in der Not. Die Franzi macht das schon. Genau. So, und jetzt tauschen wir mal aus gegen KOH. Weil der soll ja schließlich auch noch Windhose erlernen vor der Arena. Er braucht schon 3 Hits für einen Knofenser, aber so schlimm ist das jetzt nicht. Ich meine, solange er hier mithalten kann und durch einen Knofenser Level 3 fast ein Level abbekommt, denke ich mir auch so, läuft bei Decay, traurig aber wahr. Und bisher hat kein Knofenser weniger, nee, mehr als 1 KP Schaden gemacht. Mit einem Critical. 2 Schaden. Oh, jetzt hast du mich aber hart getroffen. Mein Wille ist schwach. Das sehe ich nicht so, mein Freund. Du hast hier tapfer gekämpft mit deinen 3 Knofensers Level 3. Congratulations. Oh mein Gott, das erste Pokémon begegnet uns. Es ist ein Nebulak. Sieh, ich mal fangen zu einem Gengar machen. Fuck, es ist ausgebrochen. Und es schläfert Runic ein. Ich will's mir auch fangen, du. Ich habe aber nur 5 Pokebälle noch. Eingeschläfert, eiskalt. Ah. Dein Runic ist geschlafen. Nein, es schläft nur gerade. Spritzegesetz, boom, tot. Warte, Bälle, habe ich denn hier irgendwie Statusheilmittel? Ich habe ein Paraheiler, das heißt... Richtiges Gangster. Ich setz einfach mal Sandwirbel ein und guck mal, ob Runic irgendwann mal wieder erwacht. Weil mit... komm... Weil ich habe keinen Bock, hier das Nebulak zu one-hitten. Stell dir mal vor, so ein Nebulak kannst du rum zu spritzen. Fährt so an der Lupe. Wo macht der keine Schätze mit der Familie, du Kleiner? Oh, das Geile ist, ich senk grad die Genauigkeit von Nebulak so, ey. Wenn ich,
Ich kann zwar nicht schwächen. Oh yeah, es ist drin. Leute, wir haben wieder ein neues Teammitglied. Es ist ein Nebulak. Oh yeah. Ich würde sagen, da haben wir so krass viel Glück gehabt. Und damit wir uns auch immer noch an die netten Witze über Nebulak erinnern, nenne ich es jetzt Spritze. Oh, bestes Fund der EU. Ich habe schon wieder Ideen, ey. Ja, leider dürfen wir es noch nicht austauschen. Wir dürfen Nebulak jetzt leider noch nicht haben. Wir müssen warten, bis ein Teammitglied stirbt und dürfen es dann ersetzen. Du nimmst das Schwester Joey mit so einer riesen Spritze einfach und so einem Nebulak. Ich klatsche Nebulak einfach so eine Spritze in die Hand, ne? Hey, okay. Ich habe einen Trank gefunden. Das passt ja gerade. Warte. Beute, ich glaube, sollte ich dem Pokémon noch einen Trank geben? Sieht eigentlich noch relativ gut aus, aber für den Fall der Fälle heile ich Itimon schon mal. Damit ich so sagen kann, ich tausche jetzt dich, Itimon, gegen Buffdinator und Buffdinator tausche ich dann gegen Runic. Vergiss nicht, deinen Pokémon Beeren zu geben, damit sie sich während des Kampfes heilen können. Ach nee, ja. Obwohl, so schwer wird der Kampf gegen den Rivalen auch nicht. Ich habe ja Windhose und er hat einen Endivir. Also deswegen, mit Taubsi sind wir hier noch gut beraten. Aber ich denke mal... Taubsi, please. Oha! Junge, er übertreibt! Er hat ein Knufenser Level 6! Ich würde mal sagen, aber damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir haben viel erlebt. Wir haben ein Inkognito gefangen, was wir eigentlich gar nicht hätten haben dürfen. Wir haben Franzi gefangen. Und wir haben uns ein sickes Nebulak gefangen, weiblich. Und das heißt, unser nächstes Pokémon muss männlich werden. Jo, wenn ihr euch denkt, ich will dieses männliche Pokémon mehr werden, ich habe Oberschenkelmuskeln, dann, ja, abonniert mich, schreibt einen Kommentar unten rein, oder ihr müsst auch nicht abonnieren, könnt auch einfach einen Kommentar unten reinschreiben. Und dann sage ich mir so, yo, du bist es, du wirst es sein. Und dann geht's los, ey. Tschüss, ciao, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.